Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informantenshow 1037 am 17. Dezember. Gestern All-Time High Nummer 1. Heute wieder ein All-Time High. Bitcoin knackt die 22.000 Dollar. Darüber sprechen wir ein bisschen. Dann über die Ethereum Rally und was bei Ethereum wir jetzt noch erwarten können. Und über einige Firmen in Estland, über 60% der Kryptofirmen dort, die ihre Lizenz verloren haben. Sprechen wir als allererstes über den Preis. Es leuchtet grün, links, rechts, überall grün. Und was für eine Rallye, Leute, was für eine Rallye. Wir haben hier wieder ein absolutes neues Hoch gemacht. Wir stehen bei 22.329 aktuell. Gestern waren wir noch bei 19.4. Unglaublich, also unglaublich die Price Action, dass der Bitcoin jetzt hier mal eben 2.000 Dollar übers All-Time-High läuft und alles andere mitzieht. Wirklich, wirklich krass. Von Weihnachtsferien, kann man beim Bitcoin nicht reden. Der gibt einfach Gas, als ob es kein Halten gibt. Das neue Allzeithoch ist da. 3 Jahre mussten wir warten darauf. Letztes Jahr Weihnachten waren wir irgendwo bei 7.000. Davor das Jahr Weihnachten irgendwo bei 4.000. Ja, und jetzt kann man am Weihnachtsfest mal wieder sagen, I told you so. Ich habe es dir auch gesagt, ja. unglaublich, alle Bitcoin-Käufer, alle sind im Plus. Was für eine grandiose Zeit hier. Und die Frage ist, wohin geht's? Wie weit kann es hochgehen? Was kann hier jetzt noch passieren? Ich sag mal, alleine in den letzten 24 Stunden über 14% Kursplus nur beim Bitcoin. Also echt crazy. Aber Leute, es kommt nicht von ungefähr. Ja, es ist wirklich ganz klar, die großen Investoren lassen die Privatanleger alt aussehen, also Börsenkonzerne wie MicroStrategy, Square, das Versicherungsunternehmen MassMutual und andere große Vermögensverwaltungen und Firmen pumpen den Bitcoin-Markt. Sie kaufen massiv Bitcoin und wollen hier an diesem Boom partizipieren. PayPal hat mit seinem Angebot für Aufsehen gesorgt. Die Nachfrage steigt enorm. Und das Angebot ist einfach knapp, es ist limitiert und was passiert? Ganz klar, steigende Kurse, so ist das. Und auch die ganz, ganz großen BlackRock, die Vermögensverwalter oder auch Fidelity gehen immer mehr in Richtung Krypto, auch wenn sie wirklich nur Bruchteile von ihren Geldern in Krypto investieren. Das sind solche enormen Summen, dass wir hier nochmal eine Ver-X-Fachung vom Bitcoin-Preis in den nächsten Monaten erwarten können, ja. Wenn die großen Versicherungskonzerne zum Beispiel nur mit 1% hier reingehen, das ist auf jeden Fall ein unglaublich großes Kurspotenzial, was wir noch vor uns haben. Und mal gucken ist halt, was jetzt auch mit den anderen Coins passiert. Denn es ist nicht nur Bitcoin, der marschiert. Natürlich, Bitcoin hat sein All-Time-High geknackt. Die anderen Coins sind auch oft teilweise sehr, sehr weit davon entfernt. Aber auch die ziehen natürlich mit und viele gucken nur auf den Bitcoin, aber es gibt auch viele, viele Chancen in anderen Bereichen. Also allein in diesem Monat habe ich ein 100x gesehen bei einem total unbekannten Coin. Natürlich sieht man sowas immer erst im Nachhinein, man weiß es vorher natürlich nicht. Aber wir haben diese ganzen digitalen Assets, die Non-Fungible Token, also die NFTs, Decentralized Finance und alles, was darum passiert. Extrem spannende Entwicklung einfach. Und wenn wir uns mal angucken, Crypto Fear and Greed Index, der steht aktuell bei 92. Letzte Woche waren wir bei 94. Ist da noch Luft nach oben? Schwierig zu sagen. Also viel Luft nach oben ist da nicht mehr. Aber man weiß es nicht. Der Bitcoin, dass die einfach mal so nach oben schießt, ist schon ziemlich, ziemlich verrückt. Kommen wir zum zweiten Thema, Ethereum. Ethereum steht aktuell bei 646 Dollar. Das ist das All-Time-High für dieses Jahr 2020. Also ETH ist noch ein ganzes Stückchen von seinem Allzeithoch von 2018 entfernt. Nichtsdestotrotz hat Ethereum dieses Jahr eine richtig nette Rallye hingelegt. Ihr erinnert euch vielleicht, ETH stand um die 90 Dollar Anfang des Jahres. Jetzt bei 650 Dollar. Ziemlich crazy. Und jetzt gibt es auch ein paar News. Ethereum wird hier einen Future Contract haben in 2021 und ratet mal, von wem der ist. Es ist von der
CME, der Chicago Mercantile Exchange. Wer jetzt zu 2017 zurückgeht, weiß, 2017 war das Bitcoin hoch. Wann? Am 17. Dezember, also heute vor 3 Jahren, war der Bitcoin im All-Time-High, ganz knapp auf einigen Exchanges über die 20k, bei den meisten ja ganz kurz vor der 20k. Und was ist ganz zufällig am 17. Dezember 2017 gelauncht worden? Die Bitcoin Futures. Wo? Bei der CME. Also, ja, der Launch von den Bitcoin Futures auf CME haben das Top markiert. Wann jetzt das für ETH kommt, ist eine gute Frage, und ob das dann auch das Top ist, ja, wird sich dann zeigen. Aber die Gains, die hier am Markt sind, sind crazy. Auch ETH ist über, ja, 10% im Plus seit gestern, und einfach krass, was hier abgeht. Natürlich hat ETH Bitcoin outperformed dieses Jahr. Nichtsdestotrotz ist klar Bitcoin im Fokus aufgrund der ganzen Investitionen der großen Firmen von Wall Street und Co. Und ETH hat natürlich sehr, sehr viele Anhänger, gerade auch mit ETH 2.0, was dem, was alles jetzt kommt. Ja, da gibt es eine interessante Grafik. Ich blende die euch mal ein hier. Ja, im November 2017 hatten wir 12,5 Millionen Unique-Adressen. Heute 128 Millionen, 900% plus an Adressen. Aktive Adressen, ja, haben wir 400.000 zu 254.000, also auch hier ein großes Plus. Die Transaktionen, wir haben doppelt so viele Transaktionen wie 2017. Die Gebühren, 2017 waren wir bei, im November am 29. bei 166.000, heute 2,6 Millionen. Also wenn man sich die Metriken anguckt, die Hashrate, die Developers, die Gelder, die in DeFi gelockt sind, damals waren es 10 Millionen, heute 15 Milliarden. Ja, wir haben jetzt das Staking. Also auch ETH ist durchweg bullish. Wenn man auf Bitfinex guckt, ja, wir haben hier überhaupt kaum irgendwie Leute, die shorten. Ja, also die Short sitzt am Alltime, auf einem Record Low. Die Longs sind sehr, sehr groß, am längsten große Position seit Februar 2018. Also auch hier bei ETH extrem bullisches Szenario. Viele glauben, dass wir, ja, in den nächsten Monaten ETH bei über 1000 Dollar sehen werden. Also auch nochmal, ja, ein paar nette Gains. Sehr, sehr spannend. Aber genug von den Preisen, genug von den Kursen. Lass uns mal rüber nach Estland gucken. Auch eine Meldung, die vielleicht ganz interessant ist. Denn Estland hat von über 1000 Kryptofirmen dieses Jahr die Lizenz entzogen. Ja, Estland ist ja eines der kryptofreundlichsten Länder gewesen, hat wirklich Krypto-Startups angezogen aufgrund der freundlichen Regulierung. Und ja, jetzt sind einfach mal 1000 Lizenzen entzogen worden. Das geht jetzt hier aus Nachrichten aus Estland hervor. Das sind circa, ja, knapp 70% der Unternehmen, die dort gelistet sind, und die sagen halt, es geht, wir müssen ein bisschen besser aufpassen, sagen die Regulatoren, und diese neuen Technologien besser beobachten und natürlich die Risiken mit Geldwäsche auch besser einschätzen. Und ja, trotzdem bleiben 400 weitere Firmen, die jetzt noch eine Lizenz haben. Aber das ist schon ziemlich crazy, ja, dass jetzt so viele weg sind, dass einfach mal eben 500 Firmen, ja, nee, insgesamt sind es 1000 Firmen, über 500 sind gecancelt worden, die Lizenzen, nach einem großen 220 Milliarden Geldwäscheskandal in Estland. Hat natürlich auch mit den Banken dort zu tun, und vielen Firmen wurde einfach die Lizenz entzogen, weil sie es letztendlich nicht offiziell hier ein Business gestartet haben in den letzten Monaten. Also ich denke, viele Scheinfirmen waren es einfach, und da will man einfach ein bisschen härter durchgreifen. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt auch für Estland entwickelt, denn die ganzen neue Customer- und Anti-Geldwäsche-Gesetze sind ja eh schon streng. In Estland sind sie jetzt mittlerweile noch eine Ecke strenger, also es könnte gut den Ende für diesen Krypto-Boom in Estland bedeuten. Ja, und muss man einfach mal gucken, wo sich 2021 dann die meisten Firmen niederlassen werden, was wir hier als kryptofreundliche Länder dann bezeichnen können. Das wird sich ja auch ständig ändern. Ja, zum Schluss gucken wir auf den Markt, und ja, was soll ich anders sagen, außer es macht Freude. Es macht richtig Spaß natürlich, bei diesen Preisen drauf zu gucken. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 643 Milliarden.
Bitcoin Dominance 64,2%. Und ja, es ist allein die Top 10 sich anzusehen. Auch das ist schon schön. Bitcoin führt hier mit über 14% Kurs plus, ETH 10%. Ripple auch 22% Kurs plus, wobei Ripple natürlich mit 56 Cent noch weit, 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 weit von dem All-Time-High von 3,80 Dollar oder wo sie standen entfernt sind. Litecoin 15% im Kurs plus, Bitcoin Cash, Chainlink über 8% Kurs plus. Also es geht steil bergauf. Top-Gewinner zu gestern ist wer? Ripple in den Top 100. Mit 22, Horizon mit 19, Hex mit 19, also richtig nette Gains. Top-Verlierer hingegen, das ist Elrond mit 16% Minus oder auch Vita mit 15%. Und ja, was ist deine Prognose? Ja, schreib mir das mal in die Kommentare. Was glaubst du, wird der Bitcoin dieses Jahr noch machen? Glaubst du, wir sehen noch weitere Kurse jetzt hier in diesem Preisspektrum, wo wir nach oben gehen? Max Kaiser glaubt ja, wir könnten jetzt einen relativ schnellen Run sehen auf 28.000, bevor es den nächsten größeren Rücksetzer gibt. Und mich würde es interessieren. Glaubst du, wir sehen den Bitcoin nochmal unter 20k? Geht er nochmal runter unter die 20k? Oder können wir uns für immer verabschieden, ja, und sagen, hey, bye bye 20k. Schreibt mir mal in die Kommentare. Also Leute, das war es von mir. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Freitag. Ist morgen Freitag? Ja, morgen ist Freitag. Und du weißt, was zu tun ist. Lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up und wir sehen uns dann wieder. Wie immer, mach es gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save.